Alles klar, dann ein herzliches Willkommen. Guten Morgen nach Deutschland an diesem Pfingstmontag, und einen schönen Nachmittag auf die Philippinen zu Oliver Janich. Wir freuen uns, dich wiederzusehen, vor allem dich wiederzusehen, vor deinem Haus und nicht irgendwo in einer Gefängniszelle. Und wir haben uns ja beide schon vor kurzem gesehen auf den Philippinen. Nichtsdestotrotz, wir haben gedacht, wir reden mal so ein bisschen über deine Zeit und das, was du erzählen darfst und kannst und möchtest. Und bevor wir aber diese Konferenz anfangen, möchte ich noch ein paar Spielregeln nennen. Es wäre besser, wenn wir werden nach dem Gespräch mit dem Oliver auch noch eine Diskussion haben, eine offene Diskussion. Vorab könnt ihr gerne Fragen stellen, aber schreibt die lieber in den Chat rein. Und wer was sagen möchte, bitte über Zoom elektronisch die Hand heben. Dann haben wir hier so ein bisschen Ordnung drin und keine Diskussion, die fürchterlich durcheinander geht, so wie ihr das ja von den allgemeinen Diskussionen der PDV kennt. Ja, Oliver, schön, dass du da bist. Ich hatte es eben schon angesprochen, ihr habt letzte Woche ein Erdbeben gehabt und wie ich gehört habe, auch ein relativ starkes, Stärke 4,8. Was ist passiert? Oder was ist an eurem Ressort und in euren Häusern passiert? Es hat alles gehalten, aber bei manchen Zimmern ist der Putz abgebröckelt. Das wird gerade repariert. Okay, und ein Fernseher ist umgefallen irgendwo, habe ich gehört. Weiß ich nichts von, aber wenn du Okay. es gehört hast. Ja. Dann Mein habe ich mir Fernseher ge ist stehen geblieben. Dein Fernseher ist stehen geblieben. Mein Fernseher ist stehen geblieben, weil ich weiß nicht, was von dem Fernseher, der umgefallen ist. Ja. Wir haben am Samstag Also. Bundesliga geschaut und der Fernseher, der im Restaurant an der Wand hing, der hing da immer noch. Okay. Ich will mir erlauben, dich was zu fragen. Du hast ja seit kurzem sozusagen Familie. Magst du drüber reden, über Frau und Kind, nur das, mal so, was so in den letzten Monaten und im letzten Jahr passiert ist? Drei Worte dazu. Du hast geheiratet. Ja, und zwei Kinder und ein frisch Neugeborenes und ist stressig. Ist Verlangt viel stressig. Aufmerksamkeit. Okay. Ändert das eigentlich was an der Weltsicht, wenn man Vater geworden ist, wenn man plötzlich ganz andere Verantwortlichkeiten hat? An der Welt sich nicht so, aber am Verständnis für andere Eltern. Also, man hört, oder man, ich kann im Nachhinein verstehen, warum andere Eltern, wenn man versucht, den Ratschläge zu geben, aber selber gar keine Kinder hat, das ist nicht erwünscht, habe ich gemerkt und jetzt weiß ich warum. Weil jemand, der selber keine Kinder hat, hat keine Ahnung. Das ist eine gute Parabel, die sich auch auf die Politik übertragen lässt, ne? Jemand, der selber nicht gedient hat, sollte vielleicht auch nicht unbedingt Verteidigungsminister werden. Das ist eine ganz gute Parallele, ja. Und gerade unserer jetzigen Politik sind ja lauter Fachfremde. Es war nicht immer so. Also ab und zu hat es mal ein Ökonom auch ins Wirtschaftsministerium geschafft. Aber das war, glaube ich, schon lange nicht mehr so. Ich glaube, der letzte war Schiller. Bin ich ganz sicher, aber der war Keynesianer. Und wie wir alle wissen, ist Keynesianismus auch nicht auch nur Voodoo-Ökonomie. Aber zumindest hat er was studiert, was damit zu tun hatte. Aber das kann man ja heutzutage nicht mehr sagen. Wenn die überhaupt was studiert haben, haben sie es meistens abgebrochen. Und ja. Und die Professorentitel sind auch, sagen wir mal, nicht immer das, was sie scheinen. Ich muss vorsichtig sein, ich bin ja auch Bewährung, also ich nenne jetzt keine Namen. Jo, alles klar. Okay, also Frau, zwei Kinder, herzlichen Glückwunsch. Und das stand ja, wann, dein Sohn ist wann geboren? Im März, ne? Im März, genau. Und du warst seit August letzten Jahres im Gefängnis und bist wann wieder nach Hause gekommen? Ich glaube im Januar. Ich bin schlecht mit Daten. Ich glaube Okay. im Januar. Okay. Aber erzähl mal, wie kam es zu deiner Gefangennahme? Oder also was hat dazu geführt? Was wurde dir vorgeworfen und wie ist das alles so abgelaufen? Dazu kann ich nicht so viel sagen, weil wir ja noch versuchen, das alles anzugreifen, juristisch. Ja. Man kann dazu die 30 Seiten lesen, die die Kanzlei Heinz verfasst hat. Da steht ziemlich viel drin, da hat auch noch keiner so richtig reingeschaut. Die Ja. habe ich auf meinem Kanal veröffentlicht, aber
Wenn ich frei darüber spreche, dann weiß ich nicht, ob ich irgendwas Falsches sage. Also das ist alles abgestimmt mit den Anwälten, was wir Ja. da sagen. Also was die da schreiben, darf man sagen, ja. Ja. Aber ich kann sagen, dass ich unschuldig bin. Das habe ich meine Anwälte nochmal gefragt, ob ich das behaupten darf, obwohl ich einen Strafbefehl bekommen habe. Und den ja auch Aber angenommen das kann hast, ja das ging jeder ja die selber nach. Bewährungsstrafe. Bitte? Ne, und du hast den Strafbefehl ja auch angenommen. Das heißt, deswegen hast du ja Nein, auch die Bewährungsstrafe, oder nein? ich habe ihn nicht angenommen. Ich Okay. habe nicht widersprochen. Das ist ein Unterschied. Und laut unseren Anwälten oder meinen Anwälten ist er auch nicht juristisch gültig zugestellt worden. Deswegen, das ist eine komplexe Sache. Jeder Ja. kann nachlesen, was ich da gepostet habe, beziehungsweise gelöscht habe. Und jeder kann selber sehen, dass ich das, was da steht oder was in der Presse steht, ich nicht so gesagt habe. Meinst du, oder vielleicht fällt das jetzt auch darunter, ich meine, Michael Ballweg ist ja auch eingesperrt worden, auch unter fadenscheinigen Gründen. Meinst du, es steht so ein bisschen eine Einschüchterungskampagne dahinter? Ja, 100%. Hundertprozentig. Ja. Also, Michael Ballweg, da kann ich natürlich mehr drüber sagen, was mich nicht selber betrifft, Ja. aber war ja, ich sag mal, die wichtigste Figur im Widerstand, was Proteste auf der Straße betrifft. Die Vorwürfe sind aus meiner Sicht vollkommen lächerlich, so viel darf ich, glaube ich, sagen. Also, jetzt ist am Ende, wollen sie ja auf die Steuer hinaus, der konnte gar keine Steuererklärung machen, weil er im Gefängnis saß. Also, es ist völlig klar, das geht nur darum, den Corona-Widerstand lahmzulegen. Das ist auch hier kürzlich der Protest gegen Bhakti und die ganzen Ja. Ärzte und so weiter. Der Staat benutzt das Justizsystem, um Regierungskritiker mundtot zu machen. Das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Und das ist für uns als Libertäre natürlich nicht überraschend, weil ja die Staatsanwälte und die Richter für den Staat arbeiten. Selbst die Anwälte brauchen eine Genehmigung vom Staat. Die kann auch entzogen werden. Das ist auch schon passiert. Und in Deutschland speziell ist die Staatsanwaltschaft auch noch weisungsgebunden. Deswegen darf laut dem Europäischen Gerichtshof Deutschland noch nicht mal europäische Haftbefehle ausstellen. Also es ist selbst für die EU zu schlimm in Deutschland. Also es ist zu Ja. politisch. Ja. Das heißt, es gibt natürlich graduelle Unterschiede. In jedem Land ist natürlich die Justiz politisch, weil die immer irgendwie politisch ernannt werden. Eine Ausnahme sind in USA lokale Richter und Sheriffs. Aber dafür gibt es ja das FBI, das zieht dann das an sich, wenn es politisch wird. Und die CIA natürlich sind alles Agenturen, die eigentlich aus libertärer Sicht gar nicht existieren dürften. Und aber auch da sieht man ja, was mit Donald Trump und so weiter gemacht wird. Also die Justiz ist eigentlich immer politisch, wird aber nicht unbedingt von der regierten Partei beherrscht. Das sieht man bei Donald Trump, sondern vom tiefen Staat. Also von dem verstetigten Staat im Staate. Und das sind ja immer dieselben Organisationen, dieselben Figuren. Und die sind ja auch gegen einen quasi sitzenden Präsidenten vorgegangen und haben nichts getan gegen die eindeutigste Wahlfälschung, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Also habe ja quasi am Tag der Wahl hab ja gesehen, wie die Stimmen da eingeworfen wurden für Joe Biden. Und selbst die vom Tr Donald Trump ernannten Richter im Verfassungsgericht haben nicht für ihn gestimmt. Daran sieht man, dass der Staat von anderen Gruppen beherrscht wird als von demjenigen, der gerade zufällig regiert. Das ist überall so, immer. Und eine unabhängige Justiz ist in einem Staat wahrscheinlich gar nicht realisierbar, selbst wenn das Volk die Richter selber wählen würde. Die müssten ja dann auch wieder ja fast die Gewalt haben, um das Recht auch durchzusetzen, dass sie sprechen. Wenn die Natürlich Polizei auch sozusagen nicht mitspielt. ja, auch gewählte Richter müssen ja einen Wahlkampf führen und brauchen Spender und so weiter. In einem Staat, das ist richtig, kann es gar keine Gerechtigkeit geben. Es gibt ja den Spruch, ich glaube, Justiz heißt der Roman, den ich mal gelesen habe, der fängt irgendwie an mit Gerechtigkeit, Fragezeichen. Gerechtigkeit gibt es im Himmel, hier auf Erden gibt es das Recht. Und das ist ein Unterschied. Das ist nicht dasselbe Recht und Gerechtigkeit. Und selbst wenn also direkte Demokratie, wir haben ja das ja auch in der Partei der Vernunft im Programm, ist in vielen Fällen besser, vor allem wenn sie vor Ort stattfindet.
Aber auf globaler Ebene oder auf deutschlandweiter Ebene stellen wir uns nur mal vor, es hätte auf dem Höhepunkt der Krise eine Abstimmung gegeben, ob Impfen mandatory, also verpflichtend wäre, dann hätte es wahrscheinlich eine Volksabstimmung gegeben, die dafür gewesen wäre. Also die Situation wäre dann noch schlimmer gewesen, als sie jetzt schon war. Ja. Und deswegen ist eigentlich die einzige richtige Lösung ist in Privatrechtsordnung. Da muss es immer einen Kläger geben, der tatsächlich einen Schaden davon getragen hat. Also mein Fall gäbe es dann gar nicht, den Fall von Michael Ballweg gäbe es dann gar nicht, weil man kann keine Steuern hinterziehen, wenn es keinen Staat gibt. Sondern wenn Leute spenden, dann gehört es demjenigen, wo es hingespendet wird. Bei ihm gab es auch gar keinen Kläger, ja, also keinen privaten. Und in der Privatrechtsordnung musst du jemandem tatsächlich einen Schaden zugefügt haben, damit der klagen kann. Das heißt, 99% oder 95% aller Gesetze gehen ja gar nicht davon aus, dass irgendeiner klagt, der Schaden davon getragen hat. Das ist ja ein ganz einfaches Gesetz. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht rauben, du sollst nicht ermorden. Und alle anderen Gesetze sind überflüssig, praktisch. Oder fast alle anderen. Da geht es nur darum, ob du gegen irgendwelche Regeln verstoßen hast, die die Mehrheit aufgestellt hat. Aber es geht nicht darum, ob du jemandem geschadet hast. Also ein Beispiel ist der Mindestlohn. Das ist ja das ist ein besonders schwieriges Thema, weil 80% der Deutschen denken, der Mindestlohn ist gut. Natürlich ist es nicht so, weil wenn der Lohn über der Mindestlohn über der Produktivität ist, dann wird der Arbeitsplatz einfach abgeschafft. Aber das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass da niemandem geschadet wird, weil jemand, der zu einem bestimmten Lohn arbeitet, hat dem ja zugestimmt. Und dann kommt der Staat von außen und sagt, nee, du darfst nicht für den Lohn arbeiten, auch wenn beide das wollen. Aber das gilt im Prinzip für fast alle Regulierungen. Ja. Da wird irgendetwas festgelegt, was auch die beiden Parteien gerade bei der Arbeitsgesetzgebung selber hätten regeln können. Und ja, deswegen sind also die meisten Gesetze sind nicht nur überflüssig, sondern auch schädlich, weil eben die Regulierung Kosten verursacht und meistens den Großkonzernen hilft oder fast immer. Und die kleinen und mittleren Unternehmen, die eigentlich das Rückgrat einer Wirtschaft sein sollten, die werden dadurch benachteiligt. Deswegen sind wir Libertären ja auch gegen opferlose Taten, ne? Oder gegen die Bestrafung von Taten, wo es keine Opfer gibt, etwa Drogenbesitz oder sowas, Waffenbesitz. Da habe ich ein gutes Beispiel, weil jemand bei mir gesessen ist, der war 30 Jahre im Gefängnis wegen Drogen, ein messianischer Jude. Habe ich schon mal was dazu gepostet. Also ein Jude, der an Jesus Christus glaubt, mit dem hatte ich interessante Bibeldiskussionen. Und der war 30 Jahre im Gefängnis und wartete zu dem Zeitpunkt, wo ich da drin war, seit 8 Monaten drauf, dass er endlich nach den 30 Jahren abgeschoben wird nach Kanada. Also der ist war auch in der israelischen Armee, aber ist dann quasi kanadischer Staatsbürger geworden. Und der hat wegen einem Drogendelikt hat der 30 Jahre gesessen und der hat ja niemanden, der hat ja nur was verkauft, was jemand anders haben wollte. Ja, Wahnsinn. Eine Gefängnisbekanntschaft von dir war das. Bitte? Ja, das war eine Gefängnisbekanntschaft von dir. Ja, Bekanntschaft, wir lagen so alle so dicht beieinander, man konnte sich da nicht wehren gegen Bekanntschaft. Ja. Da lag eine Matratze weiter. Magst du noch ein bisschen was über die Realitäten in dem Gefängnis, das Essen, die Gesellschaft und so weiter erzählen? Nein, weil mich haben ja die Behörden hier rausgelassen und ich bin da sehr dankbar und ich werde darüber nichts sagen. Okay. Weil ich will hier weiterhin leben. Mir ist ja so, ja, wie ist. Und man kann es ja googeln, man kann es ja googeln, wie es in diesen Gefängnissen zugeht. Okay. Also da wird nicht übertrieben. Alles klar. Wie ist so, meine, du bist 2016 auf die Philippinen gezogen? Habe ich das richtig im Kopf? Was ist schön daran für dich? Was fehlt dir? Wie ist das Leben im Exil? Eigentlich nichts. Also die Freunde können mich ja besuchen, wenn sie wollen. Ja. Family, ja. Aber wir haben uns jetzt auch nicht so oft vorher gesehen. Also wir haben ein gutes Verhältnis, aber wir haben uns jetzt auch nicht ständig gesehen. Und ich wüsste jetzt nichts. Skifahren Also in den Alpen. gute Wurst, aber was? Weiß ich nicht, mal Skifahren, wie sieht es mit Urlaub aus? Bist du, Ja, seit du da bist, fix dort?
Ja, ich könnte ja in Urlaub fahren, ich könnte ja Skifahren fahren, wenn ich wollte. Ja. Gibt es auch in Asien, denke ich, Japan oder so. Aber ich bin genug Ski gefahren. Also ich mag es eigentlich lieber warm als kalt. Also insofern, ich Ja. vermisse eigentlich nicht, vermisse eigentlich nichts. Also kann ich echt nicht sagen. Und das Klima in Deutschland ist wirklich sehr, sehr schlecht. Das Politische meine ich. Also Ja. die Meinungsfreiheit, die es ist eigentlich, und du kannst auch mal unter den Deutschen, hier kannst du viel freier reden. Also nicht nur in unserem Ressort, wo wir alle derselben Meinung sind, weil wir alle libertär sind. Aber auch die ausgewanderten Deutschen, die haben einen ganz anderen Blick auf Deutschland. Deswegen sind sie ja ausgewandert. Und da passiert es dir so gut wie nie, dass du irgendeinen Schwachsinn hörst. Aber wenn du in Deutschland bist, dann bist du ja praktisch nur von Schwachsinnigen umgeben. Und entweder du redest nicht über Politik, dann redest du über Belangloses, oder du redest über Politik, dann musst du dich streiten, weil wir ja alle in der Minderheit sind. Wir nochmal die Libertären, nochmal eine Minderheit innerhalb der Wahrheitsbewegung. Also es ist ja nicht so einfach, einen Libertären zu finden in Deutschland. Da musst du schon ein Riesenglück haben. Aber es wird immer besser. Also ich glaube, sehr, sehr, sehr viel dazu beigetragen hat auch der Dr. Markus Krall, weil er als ausgewiesener auch Bankenexperte überall eingeladen wurde, selbst von eher linken Medien, also linken alternativen Medien wie bei Ken Jebsen zum Beispiel, also als er noch gesendet hat. Der tut viel also ich war, glaube ich, so eine Art, wie soll man sagen, Wellenbrecher oder wie man das sagt, für den Libertarismus in der Wahrheitsbewegung, aber der Markus Krall, der tut da jetzt auch schon einiges. Man sieht ja die Atlas-Initiative, da die Werteunion, die sind alle, ist ja innerhalb der Union sogar, sind alle liberaler, ja, und kann man ja eigentlich auch zum Widerstand rechnen, jetzt sogar mit einem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten an der Spitze. Also gerade der linksgrüne Kommunismus, der bringt, fördert auch zutage, dass eben die linke Ideologie das Hauptproblem ist im Moment. Und für uns Libertäre ist beides rechts und links Quatsch, ja. Aber die Rechten oder die AfD als eher konservative Partei will ja eh eher weniger Staat und weniger Planwirtschaft und so weiter. Insofern, ja, geht es von daher gesehen in die richtige Richtung. Ja. Ja, es gibt ja auch so eine Bewegung, die sagt, wir wollen eigentlich gar nicht so in die Öffentlichkeit treten, sondern wir wollen bloß das Denken der Menschen verändern, weil Freiheit fängt im Kopf an, ne? Das ist ja nicht irgendeine Entscheidung für ein Programm, sondern man muss erstmal in diese libertäre Denke reinkommen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich, und ich glaube auch, dass das wäre auch so noch eine schöne Frage an dich, das, was dir widerfahren ist, was Michael Ballweg widerfahren ist, was einem Sucharit Bhakti widerfahren ist. Ich sage immer, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Und gerade der politische Angriff auf solche Meinungsführer, der führt eigentlich dazu, dass die bloß sagen, jetzt erst recht. Ja, ich hoffe, es wird nicht zu Gewalt, aber du meinst halt zu Ja, ich Gegenbewegungen. Gegenbewegung im Sinne Ja, von, ich ich lasse dachte mir das das nicht erst gefallen. auch. Ich dachte das zuerst auch, aber ich habe ja zum Beispiel hätte gedacht, dass wenn ich jetzt da verhaftet werde, dass dann plötzlich die Abrufzahlen auf meinem Telegram-Kanal hochgehen oder so. Das war also nicht so. Also wir sind schon immer noch in unserer Blase ich habe das früher gedacht, ja, dass diese Angriffe dann mehr Leute neugierig machen. Und der Ballweg ist ja auch überall in der Presse eigentlich. Aber dadurch haben wir keinen Zulauf gekriegt. Das finde ich eigentlich ein bisschen seltsam. Weil er wird ja dann, ja, wir werden ja dann eigentlich bekannter dadurch. Aber gut, das ist dann, bei mir ist eine Spiegelmeldung, da stehen dann lauter Lügen über mich. Ja, und dann, ja, wird es schon verdient haben. Ich glaube eher, der Widerstand ist so ein bisschen am Alarmen im Moment, ja, weil das Schlimmste vorbei ist von den Maßnahmen. Die nächste größere Welle kommt entweder, wenn der Bankencrash kommt oder wenn die jetzt wirklich das durchziehen mit dem Klimawahn. Also das sieht man jetzt, da läuft es ja wirklich, sag mal, für die Grünen läuft es wirklich nicht so gut. Selbst bei den grünlinken Journalisten kommt ab und zu Kritik da auf an Berlin. Und insofern läuft es so ein bisschen in die richtige Richtung. Aber auch da, wir haben jetzt, ich habe,
Unsere Kanäle auf Telegram sind jetzt nicht angestiegen, dadurch, dass jetzt völlig offenbar wird, was die grüne Planwirtschaft anrichtet. Also es scheint so zu sein, dass die Aufgewachten eher den Elan verlieren und sagen, ja, ich schaue jetzt, wo ich bleibe, ja, was ja auch rational ist. Und vielleicht hat es auch Leute abgeschreckt, ja, diese Verhaftungen, dass sie sagen, oh, ich traue mich jetzt doch lieber nicht mehr so viel zu sagen. Ja. Die Frage ist, wie sich halt die Leute verhalten, wenn es wirklich noch schlimmer wird. Also, wenn die dauerhaft irgendwelche Leute einsperren oder so. Oder. Also zum Beispiel wäre interessant, wenn jetzt die WHO-Diktatur errichtet wird, das ist ja geplant, kann man glaube ich so sagen, dass die WHO dann bestimmen kann, was die Länder machen. Dann ist die Frage, wenn sie dann die nächste Pandemie inszenieren, und sie wird wieder eine inszenierte sein, weil wenn es so gefährliche Viren gäbe, dann wäre die Menschheit längst ausgestorben. Es gab früher keine WHO. Ne? Ob die das dann, je nachdem, welchen Virus da wieder erfinden, und dann fängt die WHO an, Anweisungen zu geben, die Länder zu folgen, ob es dann einen Massenaufstand gibt, das wäre die Frage. Aber vielleicht warten sie auch noch 10 Jahre. Ich weiß nicht, zwischen Schweinegrippe und dem jetzt haben sie 10 Jahre gewartet. Ich denke, die werden jetzt erstmal hier den Krieg am Kochen halten und eben das Klimathema. Und da, ja, das ist nicht so einschneidend wie der Virus. Also das war das erfolgreichste Marketing bisher in Sachen Angst. In der Neuzeit, würde ich sagen, war jetzt der Schnupfen. Ja. Der Schnupfen war das erfolgreichste Marketing, das wir bisher vom Zaun gebrochen haben. Und ich sage mal so scherzhaft, wir müssen diesen Krieg mit Russland, also zwischen Russland und Ukraine am Köcheln halten. Wir können ihn ja jederzeit eskalieren. Und wir haben damit einen guten Vorwand für eine Währungsreform, falls es mit dem Euro dann irgendwann doch nicht mehr so richtig klappt. Ja, das spielt sich ja auch mit rein. Ich meine, im Moment stehen die Zeichen eher auf, dass Amerika eher, wenn man der Mainstream-Presse glauben darf, jetzt doch die Schnauze voll hat, ja, von dem Krieg. Vielleicht geht es dann doch eher vorbei, aber der Krieg, der kann natürlich auch als Grund genannt werden für den Zusammenbruch des Finanzsystems, ja. Ja. Wird ja zum Teil schon versucht, ja, für die Inflation, obwohl die Preise vorher schon gestiegen sind, ja, die Gas- und Ölpreise. Ist immer ein guter Vorwand. Auf gar keinen Fall werden sie beim Zusammenbruch des Finanzsystems die Schuld aufs Finanzsystem legen, aufs Geldsystem. Und das ist ja eine unserer wichtigsten Themen auch in der Partei der Vernunft. Und das werden sie garantiert nicht offen zugeben, dass das der Grund Nee. ist. Nee. Da sind auch die Menschen kaum bereit, das zu glauben, ne? Also das ist so, es wird zwar alles immer teurer, aber schuld sind immer die anderen und niemals wir selbst. Eine Geschichte möchte ich dir erzählen, die ich in dem Zusammenhang ganz amüsant fand, die auch ganz gut hierher passt. Nach deiner Verhaftung ist eine Gruppe an mich herangetreten, die durch dich und durch deine Gefangennahme auf die PDV aufmerksam wurde und gesagt hat, wir sind eine ganz große aktive Widerstandsgruppe und wir haben schon überlegt, eine Partei zu gründen. Und dann haben wir die PDV entdeckt und haben gedacht, das ist eigentlich genau die richtige Partei für uns. Was sie sich davon versprochen haben, war natürlich, das war also noch ein bisschen mehr in Pandemie näher, dass sie dann Treffen im demokratischen Parteinamen durchführen konnten und dadurch Pandemie-Maßnahmen übergehen konnten. Ein anderer positiver Was? Effekt war Ach also, so, gut, ah. bin zweimal dort gewesen, habe Vorträge dort gehalten, einmal über Demokratie, einmal über Liberalismus. Und dann hat man mich eingeladen zu einer Großveranstaltung, wo eine Organisation versucht hat, diese ganzen Gruppen, die auf die Straße gehen, also ob es Paderborn steht auf ist oder Rostock leistet Widerstand, man hat versucht, diese ganzen deutschen Gruppen zusammenzuführen an einen Ort und hat mal gesagt, was ist es eigentlich, was uns vereint? Was haben wir für gemeinsame Ziele? Und die Kernthemen waren also Politikerhaftung, ein Vetorecht für Beschlüsse und der Erhalt des Bargelds. Das waren die drei Punkte, auf die man sich im Großen geeinigt hat. Und was daraus geworden ist, ist keine Vereinigung bisher, sondern ein Stammtisch. Und man sucht also Dame, die das Ganze vorantreibt, die steht dem Bündnis 21 oder stand dem Bündnis 21 mal voran, das sich hauptsächlich mit dem Thema Politikerhaftung beschäftigt. Und sie war also auch kürzlich bei uns auf dem Parteitag
Und wir streben also da einfach so einen Schulterschluss an. Zumindest Leute, die uns Unterstützerunterschriften für die nächste Teilnahme an der Europawahl nehmen. Tatsächlich ganz große Zuwächse haben wir auch nicht, obwohl wir uns darüber freuen würden. Aber wir haben einfach gesagt, wir müssen uns einfach dieser Bewegung anschließen, den Schulterschluss suchen. Es gibt viele gemeinsame Punkte und wir sehen uns als Partei der Vernunft, als der parlamentarische Arm. Denn was du sprichst vom Aufstand, und das wollen wir ja alle nicht, ne? Eine blutige Revolution in Deutschland. Und wenn es einen parlamentarischen Weg gibt, dann ist die PDV doch der richtige Weg und als Partei etabliert und wird nicht mehr durch diese, ja, sagen wir mal, Teamfindungsphasen durch müssen, wie das eine junge Partei wie hier die Basis oder sowas, die sich gerade erst gegründet haben, wo es dann natürlich auch immer noch Streitereien und Abspaltungen gibt. Ich glaube, durch diese Phase sind wir durch und haben sehr, sehr gut unsere klare Linie gefunden. Also das Ja, als das. positiv eigentlich durch deine Gefangennahme haben wir diesen Schluss zu der Widerstandsbewegung gefunden. Und es hat sich ja auch eine andere libertäre Partei noch gegründet aus einer kleinen Abspaltung von der PDV. Und auch da sind wir aber nebeneinander stehen geblieben und haben gesagt, wir verschwenden jetzt keine Energie in einen Kampf gegeneinander. Wir haben erstmal das gleiche Ziel, ist völlig wurscht. Ja, das versuchen wir eigentlich seit Jahren, dass den Schulterschluss mit bei den Themen, wo man Gemeinsamkeiten hat. Politikerhaftung wäre natürlich sehr gut, ist auch sehr ein populäres Thema. Aber wenn die das machen würden, gäbe es keine Politik mehr. Das ist ja Weil das das wird Ziel. den Job, den Job würde einfach niemand machen, wenn er haften würde. Das ist ja genau der Unterschied von der Privatrechtsordnung, da haftet jeder für sein Handeln und die Politiker haften eben so gut wie nie. Auch wenn man natürlich einige strafrechtliche Paragraphen anwenden könnte, aus meiner Sicht und auch aus Sicht von vielen Anwälten. Es gab auch so einen Staatsanwalt, ehemaligen Staatsanwalt, den gibt es ja in der Wahrheitsbewegung, weiß jetzt den Namen nicht, der auch sagt, ja, das, seiner Meinung nach sind da Verbrechen begangen worden. Aber letztendlich bisher war es noch nie so, dass da irgendein Politiker mal für irgendwas in Haftung genommen wurde, auch wenn es theoretisch auch ginge. Aber klar, man könnte es klarer reinschreiben. Aber die Frage ist jetzt, wenn jetzt ein Gesundheitsminister haftet für die ganzen Milliarden, die er da versemmelt hat, der kann sie ja gar nicht zahlen. Ja. Also die Frage, wie denkt die Dame oder wie denkt diese Bewegung, wie diese Haftung ausgestaltet werden sollte? Ja, natürlich kann man ihn finanziell einigermaßen ruinieren, beziehungsweise müsste auch mal ein Parlament sagen, Entschuldigung, lieber Karl Lauterbach, das, was du hier vorschlägst, das kannst du, wenn es schief geht, gar nicht bezahlen. Also schon vor der Entscheidung müsste man jemanden bremsen. Und es gibt unterschiedliche Ansätze. Ich weiß nicht, ob du eben Carlos Gebauer meintest, der sich ja mit dem Thema Politikerhaftung auch beschäftigt. Oder aber, das sagt eben die Stefanie Zumacaeva, der Politiker kommt aus der Haftung raus, schrittweise, wenn er das Parlament fragt, wenn er mehr Demokratie zulässt. Ne? Wenn das Parlament sagt, wir wollen das, dann ist der Schaden, den er angerichtet hat, schon mal geringer. Okay. Aber meistens fragen die ja doch irgendwie das Parlament und die sind sich ja da meistens doch einig. Also in der Pandemie haben sie vieles ohne das Parlament gemacht, haben sie aber danach dann legalisiert sozusagen. Und letztendlich fragen, also so wie das Altparteienkartell agiert, stimmen die dann einfach drüber ab und machen es. Also das sind alles halt. Ja, es sind interessante Gedanken und man kann auch mit den Leuten zusammenarbeiten, aber ich glaube nicht, dass das ganze Ding reformierbar ist. Also Ja, nur zum in Beispiel sehr kleinen Schritten, ja. die Bundesrepublik Deutschland hat keine Verfassung, aber ein Grundgesetz und hat ein sozialistisches Grundgesetz. Da steht drin, Eigentum verpflichtet. Mit diesem Artikel kann ich jeden Eingriff ins Eigentum rechtfertigen. Das ist also vom Grunde her schon eine sozialistische Verfassung oder halbsozialistisch, wie man das nennen will, dann Meinungsfreiheit ist ganz klar festgelegt, dass die nicht existiert in Deutschland. Von Anfang an. Weil in der amerikanischen Verfassung steht drin, es darf kein Gesetz beschlossen werden, das die Meinungsfreiheit einstellt. Im deutschen Grundgesetz steht, es gibt keine Zensur, außer wir machen ein Gesetz dazu.
So, und das sind ja schon mal, jetzt bleiben wir mal beim Eigentum. Wenn du das Eigentum schützen willst, dann darf es keine Eigentumseingriffe geben. Und dann hast du aber auch gar keinen Staat mehr. Also, und wenn du anfängst zu sagen, du könntest natürlich festlegen, im Grundgesetz könntest du jetzt festlegen, nur 5% Steuern sind erlaubt. Aber zum Beispiel ist im Grundgesetz auch festgelegt, dass du dich nicht verschulden darfst, außer in Notfällen. Und dann erklären die halt immer mehr oder weniger so einen Notfall. Also es hat sich halt, und auch die amerikanische Verfassung, das, was sie alles in Amerika machen, ist alles nicht verfassungsgemäß. Es ist eben, weil dann entscheidet der Verfassungsrichter drüber, der von Politikern letztendlich ernannt wird. Oder von mir aus, selbst wenn der im Wahlkampf steht, dann wird er auch von Leuten finanziert. Und dann wäre es wahrscheinlich das Verfassungsgericht ähnlich besetzt, je nach politischer Meinung. Und die politische Meinung ist ja immer, der Staat muss irgendwas machen. Und ein Staat ist ein Widerspruch in sich selbst. Und weil er eben der ultimative Richter über alle Konflikte ist und vor allem die, die ihn selbst betreffen, Hans Hermann Hoppe. Und deswegen wird der Staat zum Beispiel nie, also wenn du eine Ware bestellst und die funktioniert nicht, dann kannst du klagen. Wenn du aber wählst, die Politiker, und die machen nicht, was sie versprechen, dann kannst du nicht klagen. Oder du kannst nicht sagen, deine Steuern sind zu hoch für das, was sie leisten. Das geht gar nicht. Und es wird auch nie gehen. Und Weil dann gäbe es auch keine Steuern. die Weil Politiker haben auch. jeder Steuerzahler, entschuldige, jeder Steuerzahler würde sagen, ihr macht mit meinem Geld das Falsche, egal wer regiert. Es geht nicht. Es ist ein Widerspruch in sich. Deswegen sind diese Reformdiskussion vielleicht nicht schlecht, um den Blick zu schärfen, worum es eigentlich geht. Aber dann muss man am Ende eigentlich beim libertären Modell landen. Und ja, das ist vielleicht, ich habe jetzt auch mal angestoßen, es gibt ja so Leute eben, die für mehr direkte Demokratie sind. Das ist jetzt noch nicht zustande gekommen, aber dass ich auch mal mit denen diskutiere und so, das ist publizistisch interessant, für die Meinungsbildung interessant, aber es ist alles nicht realistisch. Ich meine, wer sollte von den jetzigen Altparteien dem zustimmen, dass wir über eine Verfassung zum Beispiel abstimmen? Aber gut, möglicherweise, wenn alles zusammenbricht, gibt es natürlich schon die Diskussion, das sagt ja auch der Markus Krall, dass wenn es dann zusammenbricht, dass die Leute halt dann, damit sie es entscheiden, sehen die Leute, dass es der Staat war oder sehen sie es nicht? Das ist dann die Frage. Siehst du die einzige Chance darin, dass alles zusammenbricht? Kann sich dieser Organismus nicht selber heilen oder sich selber langsam auflösen? Ich kenne kein Beispiel dafür. Naja, Ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Also insofern auch das Umdenken bei den Menschen, wenn die es nicht sehen. Also der Habeck war bis vor kurzem der beliebteste Minister. Und jetzt bloß, wo sie es sehen, die Leute sehen, okay, ich muss hier für 100.000 Euro hier mein Haus umbauen, dann plötzlich wird er unbeliebt. Ja? Also die Leute müssen es scheinbar wirklich sehen und spüren, was die Planwirtschaft anrichtet. Letztendlich ist es alles Planwirtschaft. Und beim Geldsystem, also es war ja so, in Amerika hat man ja bei der Verfassung, zur Verfassung gesagt, es darf nur Gold und Silber als gesetzliches Zahlungsmittel festgelegt werden, weil die schon die negativen Erfahrungen mit dem Papiergeldsystem hatten, also England, Frankreich und so weiter. Und die wussten eigentlich, in welches Desaster das führt, aber trotzdem haben sie jetzt eine Zentralbank, nicht verfassungsgemäß. Das ist eigentlich das wichtigste Thema. Und ich glaube eher, dass Kryptowährungen eben einfach das erzwingen werden. Niemand wird mehr wenn dann die digitale Zentralbankwährung kommt, wird man vermeiden, die zu nutzen. Und dann wird sich es halt entscheiden, damit werden die Kryptowährungen verboten. Die kannst du aber nicht richtig verbieten. Dann wird es eine riesen Schattenwirtschaft geben. Das wird aber heißen, dass auch viel weniger Steuern gezahlt werden, wenn es eine Schattenwirtschaft gibt. Dann bricht das zusammen, so oder so. Also der Zusammenbruch ist quasi sicher. Insofern muss man sich gar nicht so viel Gedanken machen, ob man ihn braucht oder nicht, weil der kommt. Die können jetzt gar nichts mehr tun. Es ist völlig egal, wer regiert. Also ob jetzt die PDV regiert oder die AfD, niemand kann was gegen diesen Zusammenbruch tun. Das ist zu spät. Das ist vorbei. Ja. Ein Be Bekannter von mir hat auch mal die schöne These aufgestellt, die Behörden sind auch gar nicht mehr in der Lage, die existierenden Gesetze umzusetzen und für deren Einhaltung zu sorgen.
Und wenn die Bevölkerung das merkt, wird von einer ganz anderen Seite die Anarchie ausbrechen. Dann machen eben die Leute auch das, was sie wollen, und dann ist Foul nur noch, wenn der Schiedsrichter pfeift. Ja, also das hat man ja auch in den kommunistischen Ländern gesehen. Da gab es ja dann einen florierenden Schwarzmarkt, sonst wären die auch eher schon zusammengebrochen. Und irgendwann, wenn die Regeln zu idiotisch werden, dann halten sich die Leute einfach nicht mehr dran, ja. Also so bricht ja am Ende, so brechen ja diese sozialistischen Regime zusammen. Aber es kann auch lang halten. Also ich meine, Nordkorea existiert immer noch, ja. Muss man auch sehen. Ja. Kuba auch noch, ja. Ich glaube, die reformieren es gerade so ein bisschen, aber es kann auch sehr lange alles halten. Die Chance, die ich sehe, ist, es müsste in fast 200 Ländern halten. Also die wollen ja eine globale Diktatur errichten, erstmal die WHO-Diktatur. Und dann ist halt die Frage, ob nicht einzelne Länder dann da ausscheren. Ich glaube, Deutschland wird als allerletztes ausscheren. Die sind ja eigentlich die Speerspitze des Globalsozialismus im Moment, und also des Ökosozialismus. Aber vielleicht gibt es halt ein paar. War erfreulich zum Beispiel Brasilien, da hat ja auch der Richtige eigentlich gewonnen, der Bolsonaro, genauso wie der Trump. Die haben beide gewonnen, das ist völlig klar. Also sind die Mehrheiten, also das ist immerhin das größte Land in Südamerika, da ist die Mehrheit schon aufgewacht. Und in Amerika ist die Mehrheit der Wähler schon aufgewacht. Und es wird dann schwieriger, ne? So eine, klar, da regieren natürlich trotzdem jetzt die anderen, die halt betrogen haben bei der Wahl offensichtlich. Aber wenn du so ein halbes Land schon mal gegen dich hast, ja, und dann kommt die WHO-Diktatur, da kriegst du wahrscheinlich dann nochmal ein paar Leute, die es nicht so toll finden, auch die bisher links waren. Gerade in der Linken gibt es ja auch eine Skepsis gegenüber der Pharmaindustrie zum Beispiel. Es ist nicht einfach, eine weltweite Diktatur zu errichten. Bisher hat es niemand geschafft. Aber natürlich, die technischen Möglichkeiten sind jetzt ganz andere. Du kannst global jeden überwachen, auf Knopfdruck. Die Stasi ist ja, wird ja grün verneint. Ja? Also die gibt es ja auch noch, die alten Stasi-Seilschaften, die sind ja wahrscheinlich auch am Drücker, ja? Oder einige davon, die sind ja grün verneint, ja. Und da musstest du, früher musstest du solche Riesenakten da anlegen, und jetzt hast du das alles letztlich auf Knopfdruck runter, die künstliche Intelligenz sortiert das vor. Natürlich nicht wirklich intelligent, aber zumindest überwacht sie uns alle und kennt jeden unserer Posts und wahrscheinlich auch, oder sehr sicher, die privaten Nachrichten, die wir schreiben. Und wahrscheinlich existiert auch irgendwo ein System, wo wir alle schon gefleckt sind, ja, als Widerstand, sodass man uns dann, wenn nötiges, verhaften kann. Also das ist ein bisschen erschreckend, diese Möglichkeiten, aber das Internet hat uns alle auch die Kryptowährungen gebracht oder auch den freien Meinungsaustausch noch relativ frei. Also klar, wir können jederzeit sogar am Ende der Welt verhaftet werden, aber jedenfalls rein grundsätzlich kann jeder mit jedem kommunizieren. Das heißt, das ist so. Ja, es ist die Frage, ja, ob uns das jetzt rettet, was sie eigentlich zu unserer Überwachung erfunden haben. Internet ist ein DARPA-Projekt. Da gibt es einen sehr guten Film drüber. Minds of Man, glaube ich, heißt der. Das Internet ist dazu erfunden worden, unsere Daten zu sammeln. Aber da sie uns dazu alle vernetzen mussten, haben sie als Nebeneffekt auch gehabt, dass sich Informationen besser und schneller verbreiten. Und das ist halt da so ein Hase-und-Igel-Rennen. Wo? Also sagen wir mal so, die libertäre Blase, die diskutiert ja immer bloß darüber, was nicht gut ist. Was ich so vermisse in all den Gesprächen, ist eigentlich, dass mal jemanden einen Weg sagt, das wäre ein Ausweg, so könnten wir uns verhalten, ob es Privatstädte sind, ob es irgendwelche Sezessionsbestrebungen sind, ob es eine Sezession rein in finanzieller Hinsicht ist, indem ich eben auf Kryptowährungen setze. Wo siehst du denn die größten Chancen? Ja, also einmal natürlich in der individuellen Sezession über Kryptowährungen. Sezessionen erwarte ich in Amerika, also dass, wenn der Ökosozialismus da überhand nimmt, dass dann einzelne Staaten austreten. Private Städte ist natürlich auch eine Lösung. Die ist jetzt immer noch nicht gebaut, gell? Die eine hier von dem, ach, wie heißt der, ja? Titus Gebel, ja. Es dauert alles ein bisschen länger, ja. Es gibt auch noch kein Schiff, ja, also hier Insel, hier Seasteading, das hat auch noch nicht geklappt. Also es ist nicht so einfach, weil ja jeder auch in seinem, ja, irgendeinem Beruf noch nachgeht oder das alles irgendwie nebenher machen muss und sich nicht voll darauf fokussieren kann.
Aber also, so sehr realistisch finde ich nicht, dass das schnell eine Privatrechtsordnung kommt, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Also so geschichtliche Umbrüche können ganz schnell gehen und Staaten sind eine relativ junge Erfindung. Also über 95% der Menschheitsgeschichte gab es keine Staaten. Wir denken ja nur, das ist normal. Es ist nicht normal. Staaten sind nicht normal. Und vielleicht gibt es mal so einen ganz schnellen Umbruch. Wäre theoretisch denkbar, aber vorher sehe ich eher noch Sezessionen. Austritte aus der EU. Ja, es könnte theoretisch auch Sezession in Deutschland geben, Sachsen zum Beispiel. Und wenn, sag mal, wenn eine Sezession durchgeht, da werden die natürlich alles tun, dass es nicht durchgeht. Aber dieser Staat, der sich sezessioniert in Europa, der wird über Nacht der erfolgreichste Staat. Weil natürlich nur, wenn er damit einhergeht, Staatsquote zurückfahren auf nahe Null. Du musst es schon deswegen machen, damit du keine falsche Einwanderung hast. Weil wenn du kein Sozialsystem hast, dann hast du auch keine Einwanderung in die Sozialsysteme. Das müsste man gleichzeitig machen. Dann hast du praktisch kein Einwanderungsproblem. Da musst du natürlich Kriminalität hart bekämpfen. Also jemand, der kriminell wird, dann auch wieder rausschmeißen aus dem Staatsgebiet nach Verbüßung der Strafe. Und dann bist du innerhalb 5 Jahren bist du das führende Land. Der führende Staat, also Sachsen alleine wäre innerhalb von 5 Jahren das führende Land in der Welt, wenn die das so machen würden. Und du brauchst ja nur ein gutes Beispiel. Also ein Land, das von null anfängt und sagt, wir bauen jetzt einen schlanken Staat, am besten mit einer Art Verfassung, wo man sagt, okay, nur eine Mehrwertsteuer von 5%, wie ich habe das ja alles schon vorgerechnet, reicht locker. Und den Rest machen die Bürger selber. Wenn du das machen würdest, dann würden alle anderen folgen. Und Oder die brechen Krieg vom Zaun gegen das Land. Das könnte ja dann auch sein. Aber dann wird es noch offensichtlicher. was wär dann, wenn wir mehr solche Sezessionen hätten? Wir hätten quasi einen Wettbewerb der demokratischen Systeme. Das heißt, dann könnte sich auch mal herausbilden, indem ich dann hin und her ziehe, unter Umständen in das Land, wo ich sage, hier habe ich mehr Selbstbestimmung als in einem anderen Land. Ja, Exakt so. auf diesem Wege der Vielfalt fände auch eine Optimierung statt. Exakt so, ja. Und das ist ja genau diesen Wettbewerb, den sie nicht wollen. Deswegen haben sie die EU geschaffen, ja, und die EZB. Da gab ja vorher einen gewissen Währungswettbewerb und da war die D-Mark die stärkste, weil die solideste, war zwar auch eine Fiat-Schwachwährung, aber immer noch stärker als die anderen. Und um das auszuschalten, haben sie die EZB gegründet und den Euro. Das heißt, die müssen natürlich immer mehr zentralisieren, ja, damit du nicht mehr auskannst. Und jetzt kommt dann die Weltzentralwährung. Da gibt es ja auch schon Länder, die hier El Salvador die Bitcoin irgendwie zur Währung erklärt haben. Und einzelne Staaten in den USA haben auch Gold und Silber schon zur Währung erklärt, irgendwie so. Also es gibt schon Bewusstsein für die Problematik. Und ja, du musst halt 200 Länder im Griff haben für die Weltdiktatur. Und das ist möglich. Aber es gibt ja auch Länder, die mehr Temperament haben, also die dann schneller auf den Barrikaden sind. Ja. Also wo das Volk schnell auf den Barrikaden ist. In Deutschland ist oft so die intellektuelle Vorleistung im Widerstand. Also wir haben, finde ich, den besten intellektuellen Widerstand, also die gescheitesten Köpfe mit. Aber die Leute sind ein bisschen nicht so in der Masse so revolutionär. Aber andere Länder, die protestieren schon mal gerne. Und du musst dann alle 200 Länder da im Griff haben. Das ist knapp 200, das ist möglich, aber nicht ganz so einfach. Ja. Würdest du noch ich der PDV was ins Stammbuch schreiben wollen? Eine Empfehlung. Ja, Tut dies, schlag diese Richtung ein. populärer werden. Bekannter werden. Rein grundsätzlich, das Programm ist ja gut, nach wie vor. Ich habe das dir schon mal gesagt, irgendein Thema. Was war das, wo man härter sein könnte? Was war das? War das die Sezession? Dass man das stärker. Irgendwas habe ich dir weiß ich nicht, vor 2, 3 Jahren mal, oder habe ich das nicht auch auf diese Grußbotschaft da für den Parteitag? Also es gibt noch Themen, die man vielleicht ein bisschen mehr, weil ihr habt jetzt schon das Problem, dass die AfD eigentlich viele Themen von uns adressiert. Also Klima, Wahnsinn, wobei man da weitermachen soll. Wenn du dich erinnerst, das war damals noch eine harte Diskussion, ob wir das überhaupt zum Thema machen sollen mit dem Ja, Klima. Und die heute ist es AfD ganz ist mutig logisch. genug, das zum Thema zu machen. Ja.
Und das heißt, mit direkter Demokratie und vielleicht, ja, Sezessionen oder ja, genau, Sezessionen. Ich meine, das haben wir ja schon, das Thema mit der kommunalen Selbstverwaltung. Das ist ja großartig. Das ist ja eigentlich, das wäre eine Lösung für Deutschland. Ja, kommunale Selbstverwaltung, die ja im Grundgesetz eigentlich erlaubt ist, ja, oder eigentlich sogar vorgeschrieben, mehr oder weniger. Also, was die Gemeinde selber kann sie selber machen. Das ist ja eigentlich alles aus der Verteidigung. Und das ist, glaube ich, auch ein beliebtes Thema mit der kommunalen Selbstverwaltung. Ich würde mir so ein Thema nehmen und das stärker penetrieren und dann Leute dazu einladen und vor allem mir dann das schicken, damit ich es posten kann. Kann man schon noch einiges machen, ja. Gut, Oliver, ich gebe mal die Diskussion frei. Irakli oder Thomas, moderiert ihr das mal, dass auch die anderen mal was sagen dürfen, was fragen dürfen? Ja, hallo an alle, das können wir natürlich gerne machen, sofern ich zu verstehen bin. Ich hätte vielleicht ganz am Anfang, also würde ich anfangen, das Thema Verhaftung und diese exterritoriale Justiz, glaube ich, heißt es. Also, kenne vorher, es gab so einen Fall mit Julian Assange. Die Amerikaner haben sowas gemacht, aber dass Deutschland so etwas auch durchzieht, gab es schon vor dir einen Fall? Das ist doch ein Novum, oder? Dass man einen Menschen verhaften kann nach deutschem Gesetz angeblich, der nicht in Deutschland lebt, der nicht in Deutschland, also man kann ja nicht einen Menschen verhaften in Deutschland, wenn er, keine Ahnung, in Polen die Geschwindigkeit überschritten hat. Weil in Deutschland halt, sagen wir, 90 oder keine Ahnung, 100 Maximum sind, ja, kmh. Wie kommt es? Also, wie kann man jetzt das rechtfertigen? Du meinst in meinem Fall? Ja, weil das ist ja, sowas hat es doch noch nie gegeben, dass man einen Menschen im Ausland nach deutschem Gesetz verhaftet, dass ihm Ach man so, ihn ja, vorwirft. Nee, die haben einfach gelogen, die haben die philippinischen Behörden angelogen, dass ich auf der Flucht wäre und meinen Pass zur Flucht Ja. einsetze. Und dann können die einen verhaften. Und Ein konstruiertes da hat am Ende Passvergehen. die deutsche Botschaft hat dann eigentlich gesagt, nee, wenn der nichts wusste von dem Haftbefehl, dann können wir ihm den Pass nicht entziehen. Warte, 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 Und warte, Entschuldigung. Entschuldigung, ein ja. Augenblick. Du bist immer noch online. Nicht, dass du was. Darfst du das sagen? Wir sind immer noch online. Ja, also Ja. Irakli möchte damit sagen, dass wir natürlich die ganze Zeit im Livestream sind und dass das gesendet wird, was hier erzählt wird. Deswegen, dass sich jeder genau überlegt, was er sagt für den Fall, dass es Informationen gibt, die diskreter behandelt werden sollten. Alles klar. Nee, aber das ist ja öffentlich bei mir. Aber es ist schon ein ziemlich einmaliger Vorgang. Und mit dem Julian Assange, das ist auch ganz komisch, ja, weil entweder sie liefern ihn ja nicht aus. Also entweder man liefert ihn aus, aber also das ist auch, ob das damit Recht und Gesetz zugeht, weiß ich auch nicht so recht. Ja. Ich meine, die haben wahrscheinlich ein Auslieferungsabkommen, nehme ich mal an, England und Amerika, aber die liefern ihn ja nicht aus. Also was da los ist, aber das zeigt halt wieder, der Staat macht einfach, was er will. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, was da, entweder man liefert ihn sofort aus oder man verhaftet ihn das gar nicht. Es ist mir ein Rätsel, was die da machen. Aber ich habe auch nicht so genau reingeschaut. Aber im Endeffekt ist es alles Politik. Das hat mit Recht und Gesetz nichts zu tun. Der hat ja nichts falsch gemacht, der Julian Assange. Der hat ja nur Journalismus betrieben. Und ja, und da auch vielleicht ganz kurz zu Donald Trump. Der hat ihn nicht begnadigt. Der hätte es einfach machen können. Und deswegen glaube ich inzwischen, dass Donald Trump absolut keine Lösung ist. Auch wegen seiner Operation Warp Speed. Das hätte jetzt das Mindeste, was er hätte machen müssen, ist, Julian Assange zu begnadigen. Das ist das Allermindeste. Stattdessen hat er die Verbrecher begnadigt, die ihm Alan Dershowitz vorgeschlagen hat. Ja, also. Aber man sieht auch, ja, selbst wenn man einen, gut, der Präsident der USA hätte schon Macht, hätte schon, aber er hat sie ja nicht genutzt. Ja. Also, es ist einfach
sehr schwer, dass da irgendeiner rankommt, der nicht zumindest gewollt ist. Ja. Natürlich haben alle immer gegen Trump gearbeitet und so weiter, aber letztendlich hat er nichts Entscheidendes verändert. Also war er wahrscheinlich dann doch irgendwie Teil des Spiels. Oder zumindest wusste man, dass man ihn so weit im Griff hat, dass er jetzt nichts Größeres verbocken kann. Und ja, zurück zu dem Thema, am Julian Assange sieht man es eigentlich. Das hat alles mit Recht und Gesetz damit nichts zu tun. Ja, nur bei Assange gab es weltweiten Aufschrei. In deinem Fall gar nicht. Also man hat es irgendwie den Menschen glaubhaft gemacht, dass alles, dass das in Ordnung ist. Und mich wundert, wie sie das hinbekommen haben. Mediale Macht nennt sich das einfach. Ja. Ja. Wenn Irakli, guck nur, was auf Wikipedia also ich kann berichten, dass das Spiel... Bitte? Ich sagte, man muss noch mal gucken, was bei Wikipedia über dich drinnen steht. Ne? Das ist an und für sich schon eine Frechheit. Also objektiv ist das zumindest nicht. Ja, da stehen knallharte Lügen auch drin. Weil die Mainstream-Presse hat es halt nicht aufgegriffen, obwohl die informiert waren. Also der Spiegel zum Beispiel, der hat bei meinen Anwälten Informationen angefordert und der Spiegel weiß ganz genau, dass ich dazu Unrecht verhaftet wurde. Der weiß das und die anderen wissen es natürlich auch. Aber die wollen natürlich gerade bei mir, weil ich ja schon sehr weit gehe mit meinen Themen, will sich da niemand die Finger verbrennen, nehme ich mal an. Weil mein Fall war ja völlig eindeutig. Ja. Der ist auch, da gibt es ja auch gar kein Vertun, dass ich zu Unrecht inhaftiert wurde. Aufgrund der falschen Informationen von deutschen Behörden. Da müssten sie ja, egal wer das ist, ja, müssten die Medien da einen Aufschrei machen. Und ich bin ja Journalist. Ja. Bei mir kann man noch nicht mal sagen, dass ich Hobbyjournalist bin, weil ich ja bei den ganzen großen Verlagen war. Ja. Also die sagen dann immer, was sagen sie dann? Blogger. Blogger nennen sie einen dann. Ja. Ich habe mehrere Bücher geschrieben und ich schreibe auch jetzt zum Beispiel über das Kompaktmagazin. Also ich bin echter Journalist, da steht immer Blogger. Ja. Der Blogger Oliver Janke oder Verschwörungstheoretiker. Aber ich bin ja ein echter Journalist und natürlich die falschen Journalisten im Mainstream, die sehen mich nicht als Kollegen, weil ich ja deren Job mache. Aber jedenfalls hätte man es machen können. Aber selbst beim Assange bringt es ja auch nichts. Ja. Also da gibt es ja sogar Mainstream-Medien, die sich für ihn einsetzen oder das zumindest komisch finden. Und trotzdem passiert da nichts. Also allein daran siehst du auch, was sollen das für Demokratien sein? Ja? Wenn einer wie der Assange hat, wie ist das ja, 10 Jahren oder was, da quasi gefangen ist, also vorher in der Botschaft und dann da, ohne dass irgendwas passiert. Was soll das für eine Demokratie? Was sollen das für Demokratien sein? Das ist ja lächerlich. Ja. Gut, Demokratie heißt ja noch lange nicht Rechtsstaat. Zumindest das könnte man anführen. Ich hätte mal eine Frage, weil du hast ja gerade angesprochen, Oliver, dass du ja natürlich mit deinen Themen auch sehr weit gehst. Und hast du dir selbst schon mal die Frage gestellt, vielleicht deine Rhetorik oder so zu überdenken, weil du ja natürlich häufig sehr, sehr schwere Geschütze auffährst. Also zum Beispiel Kabale, Tribunale, Satanisten etc. Das sind natürlich Begriffe, die, wo ich sage, beim Durchschnittsbürger nur mit ganz, also wo es da kaum Zugang gibt, weil das einfach zu abstrakte oder zu weit entfernte Begriffe sind. Und was mir auch häufig aufstößt, wenn man von denen oder von die spricht, die da nicht weiter definiert werden. Und da wir ja als PTV generell angewiesen sind, uns aufs öffentliche Erscheinungsbild auch zu besinnen, weil das ja sehr wichtig ist, wenn man Politik machen will, ist einfach die Frage, ob du dir auch darüber schon mal Gedanken gemacht hast, ob man nicht vielleicht einen gemäßigteren Ton einfach antreten sollte, um die Dinge, die man wirklich hundertprozentig nachweisen kann, viel mehr ins Rampenlicht zu rücken und damit vielleicht eine breitere, also eine größere Masse ansprechen zu können. Ja, da habe ich eine ganz einfache Antwort. Als ich die PTV verlassen habe, also als Vorstand verlassen habe, hatte ich 5.000 Follower und jetzt habe ich 150.000. Beantwortet das deine Frage? In gewisser aber Weise schon. Im Ernst, ich habe mir insofern Gedanken gemacht, dass ich oft auch angesprochen werde, aber ich will daran gar nichts ändern, weil je tiefer du reingehst ins Thema, desto mehr stößt du halt auf diese Strukturen. Und es gibt ja genug andere, die oberflächlich darüber berichten. Also für Liberalala gibt es die Achse des Guten, Tichys Einblick,
die Atlas-Initiative, also die nicht so tief reingehen, es gibt ja genügend. Aber ich muss doch nicht der sein, der die Dinge nicht beim Namen nennt, weil ich bin ja Journalist. Oh, also das dann würde es ja niemand machen. Ja. Okay. Warum so? Also nein, wenn ich weiß, dass es so ist, ja. Ich belege es ja immer, also es wurde noch nichts widerlegt von dem, was ich gesagt habe, dann sage ich das auch so. Okay, weil dir ist ja sicherlich selbst bewusst, dass du ja eine durchaus sehr kontroverse Figur im politischen und journalistischen Geschehen bist. Und was mir eben auffällt, dass ich, wenn ich tatsächlich auch mit liberalen, libertären Personen spreche, dass die eben tatsächlich auch in der Szene ein sehr gespaltenes Verhältnis zu dir auch haben, eben auf die Art und Weise, wie du die Themen ansprichst und welche Themen du auch ansprichst. Deswegen dachte ich, es ist mal gut, dass auch einfach mal auf den Tisch zu bringen, weil häufig reden die Leute einfach nur übereinander statt miteinander, was ich natürlich auch besser fände. Vielleicht ist nachher noch jemand in der Teilnehmerdiskussion dabei, der da auch gerne mal irgendwie spezifischere Fragen stellt. Aber ich finde das halt schon sehr wichtig, weil du bist ja als Person, Oliver Janisch, ja quasi deine eigene Marke. Das ist ja nicht gleichbedeutend mit dem, was die PTV macht, zumindest inzwischen. Und deswegen... Mir fällt eben auf, dass eben auch tatsächlich in der sogenannten Szene, sage ich mal, in der libertären Szene tatsächlich auch Berührungsängste bestehen, die ich zwar nachvollziehen kann, aber letztlich leider sehr unmutig finde, muss ich sagen. Und deswegen wollte ich das Thema einfach nochmal zur Sprache bringen. Aber vielen Dank, Herr. Ja, die Frage war gut. Und aber wie gesagt, das sind auch Leute, die dann zum Teil die Schuld bei anderen suchen, sage ich, was hat denn das alles mit mir zu tun? Ich mache mein Ding und bin auch libertär. Verstehst du, was das ist ja, da kann man ja nicht sagen, es gibt ja, die meisten sind ja nicht libertär in der Wahlbewegung, die sind ja rechts oder links. Und wenn da auch ein Libertärer dabei ist, ist es ja eher ein Vorteil. Aber es geht ja auch keiner zu den Rechten her oder zu den Linken und sagt, ja, hör mal mit deinen Verschwörungstheorien auf, sonst wird das Linke diskreditiert. Ich bin ja in erster Linie Journalist, ja. Und die PTV habe ich ja nur gegründet, weil ich es versprochen habe, also im Nachhinein, wegen der vielen Arbeit, die wir da hatten, der weiß es. Und da habe ich gesagt, okay, dann gründe ich halt die Partei. Aber das braucht es ja eigentlich nicht. Also eine libertäre Partei bräuchte mich ja jetzt nicht oder braucht mich nicht. Aber durch mich kommen halt viele in den Libertarismus. Also ich hatte bei YouTube dann 150.000 Follower, Shadow gebannt. Also wahrscheinlich kennen mich noch mehr. Also mich kennen sicher mehr Leute als die PDV. Und insofern habe ich ja, strahlt das ja dann positiv aus. Also die ich zum Liberalismus überzeuge und dann sagen, ja okay, aber ich brauche eine Partei dafür, die würden ja dann zur PDV gehen oder zur AfD, weil die auch recht libertär ist. Also ich sehe das positiv, dass das, also jetzt mal davon abgesehen, dass ich das halt so mache, wie ich es mache, aber ich würde es auch über einen anderen sagen, wenn der, es gibt ja andere Libertäre auch, die einen guten Job machen. In der Aufklärung, da würde ich auch sagen, es ist gut, dass sie das machen. Ich bin froh, dass jetzt zum Beispiel ein Tillmann Knechtel auch libertär ist. Finde ich, ist doch gut. Man sieht es ganz klar in der Expresszeitung jetzt, ja, weil der da federführende Redakteur da ist. Und das merkt man, dass der libertär ist. Okay. Könnte man auch sagen, ja, wie der Tillmann der Schale sitzt. Okay, vielen Dank, Olli. Ich sehe jetzt auch, es heben gerade noch zwei weitere Personen die Hand. Da Dirk ja schon ganz viel mit dir gesprochen hat, fangen wir vielleicht mit Rudi und danach mit dem Ludwig an, wenn das für dich in Ordnung ist, Dirk. Ja, genau. Rudi und Ludwig, ihr seid ja schon freigeschalten. An alle anderen Teilnehmer, die noch nicht freigeschalten sind, bitte ich dann auch, die Hand zu heben, damit wir euch dann im Laufe des Interviews freischalten können. Okay, Rudi, bitte. Dankeschön. Nur eine ganz kurze Frage an dich, Olli. Kann man libertäres Gedankengut auch vor Ort verbreiten oder geht das in die große, weite Welt? Wie meinst du vor Ort? Also dort, wo du lebst. Auf den Philippinen oder generell? Auf den Philippinen. Wir halten uns hier natürlich völlig raus. Es ist auch verboten, sich in die Politik einzumischen. Also das machen wir nicht. Okay. Das heißt, über die Online-Kanäle geht das dann in die weite Welt. Ja, hinaus. aber halt nur auf Deutsch und nicht auf Philippinisch. Verstehe. Also ich mische mich hier nicht ein.
Alles klar, das war schon, danke. Okay, danke Rudi, dann bitte Ludwig. Geht es? Ja. Hi, ich habe nochmal eine Frage bezüglich des, was wir vorhin hatten mit dem Sezessiven. Ihr hattet ja damals mit der PDV den Plan M. Ja, was ist da schiefgelaufen und wie könnte man deiner Meinung nach in Zukunft so ein, ja, so etwas Sezessives angehen, dass es wirklich realistisch funktioniert? Und was ist schiefgelaufen? Ich glaube, da bin ich dann irgendwann gegangen dann. Aber das hätte man schon weiterverfolgen können. Ja, Plan M ist auch noch auf meiner Webseite. Sezession einzelner Städte. Und das fände ich echt gut, weil das könnte man in jeder Stadt machen oder in jeder Kommune. Sagen wir, du kannst ja den Haushalt, ich habe mir den Haushalt von München vorgenommen, muss man sagen, ist besonders einfach, weil da ja große Unternehmen sitzen, wie Siemens und so weiter und Allianz oder so. Aber du kannst ja wahrscheinlich den Haushalt von jeder Gemeinde nehmen und sagen, wenn wir nichts abgeben müssten und eigene Steuern erheben würden, würden wir locker unser Gemeinwesen finanzieren können. Jeder könnte hingehen, kannst du auf die Webseite gehen von jeder Gemeinde und dir den Haushalt runterladen. Und dann rechnest du dir einfach aus, wie viel Steuern brauchen wir für die Ausgaben, die wir haben. Und dann kannst du noch anbieten, dem Bund für die Verteidigung, das sind glaube ich 0,8%, da abzugeben, damit die uns mitverteidigen. Und ansonsten regeln wir alles selber. Dann bist du irgendwo bei 5% Steuern oder 10%. Und vielleicht ist es nicht realistisch, das am Ende durchzubringen. Aber wenn du das quasi in sehr vielen Städten machst, verbreitet sich dieses Gedankengut der kommunalen Selbstverwaltung. Und das ist ein beliebtes Thema im Widerstand. Also diese Netzwerke und Rechten. Oder ja. Eben halt, genau, also da könnte man sich schnell darauf einigen. Und von unten nach oben, ja, das ist auch so ein bisschen ein Trend in Amerika, von der Justiz her von unten nach oben zu gehen, weil die Oberen, eben FBI und so weiter, sind alle verseucht. Aber das, also zum Beispiel, es gibt ja einzelne, gibt es jetzt schon AfD-Bürgermeister oder es hätte beinahe einen gegeben, ja, also man kann schon mal, es ist rein statistisch, ja, wenn du eine gewisse Anzahl an Stimmen hast, dann irgendwo kriegst du dann irgendwann mal die Mehrheit. Und die AfD hat das Thema jetzt nicht so, ja, aber du hast zum Beispiel gesehen, in Bremen, da hat es die AfD ja irgendwie versaut und dann haben die Bürger in Wut, haben dann wie viel, über 10% bekommen, irgendwie so ähnlich heißen die, ja. Also es geht aus dem Stand in einer kleinen Gemeinde, wenn du die Themen penetrierst. Und das Thema kommunale Selbstverwaltung, das muss ja eigentlich jedem gefallen, der in dem Dorf lebt oder in der Gemeinde lebt. Also, wir machen es selber. Klar, am Ende würde wahrscheinlich irgendwie das Verfassungsgericht dann behaupten, es geht doch nicht. Aber ich bin der Meinung, es ist im Grundgesetz garantiert, ja, dass man alles, was man selber machen kann, selber macht. Wir haben ja ein Papier, glaube ich, dazu, Dirk, irgendwo. Also es geht. Und das ist ein super Thema. Das ist auch ein Thema, das die AfD nicht hat. Und ja, und es ist halt antiglobalistisch auch. Ja. Und man kann auch nicht vorwerfen, man wäre nationalistisch, was ja auch gerne gemacht wird, ja. Weil es ist auch nicht nationalistisch. Es ist ja sogar gegen den Zentralstaat BRD. Also nicht gegen, sondern innerhalb. Aber jedenfalls kann man nicht sagen, das sind irgendwie Rechte oder so oder weil es ja jeder, der in der Gemeinde lebt, ob er jetzt zugezogen ist oder nicht, der kann sich dann ja mit der Gemeinde selbst verwalten. Also es ist auch ein schwer von links angreifbares Thema, weil jeder, der da wahlberechtigt ist dann, ob jetzt, wie nennt man das, wenn einer eingebürgert ist, ja, mit Migrationshintergrund oder nicht, jeder kann ja dann abstimmen. Ja, wenn ich für ein selbstbestimmtes Deutschland bin, bin ich Nationalist. Ne? Wenn ich für ein selbstbestimmtes München bin, kann mir keiner was. Wenn ich für ein selbstbestimmtes Individuum bin, dann bin ich ein asozialer Egoist. Also ist im Prinzip die kommunale Selbstverwaltung so das Optimum dabei. Ne? Ja, das hast du schön gesagt. Ja, weil man hat dann das Gemeinwesen immer noch im Blick. Also für den Angriff von links sozusagen. Machen wir doch das alles selber. Nee, also es ist, ich glaube, das war das Thema, was ich dir da gesagt habe, was mir vorher nicht eingefallen ist. Also die kommunale Selbstverwaltung ist, glaube ich, echt ein gutes Thema. Und da kriegst du runde Tische ohne Ende hin, ja, mit diesen
Da gibt es natürlich auch kein, in so einer Gemeinde gibt es kein Bargeldverbot, sondern da gibt es freien Währungswettbewerb. Ja, jeder, sagen wir mal Münchner oder jeder, weiß ich nicht, was gibt es alles für Städte, Berlin kannst du nicht vergessen, aber jeder Hamburger könnte, da gibt es ja eine Tradition mit der Mark Banco, jeder dürfte die Währung verwenden, zu der er Lust hat. Auch international dann, das ist dann internationalistisch sozusagen in dem Sinne, ja, du verwaltest dich selbst, aber deine Bürger sind frei, jede Währung der Welt inklusive Kryptowährung zu benutzen. Es ist ein echt tolles Thema, wo man nicht, wo man sehr schwer angreifbar ist. Stimmt, ja. Okay, vielen Dank. Dann, ich glaube, du wolltest ja auch noch eine Frage stellen, Dirk. Ja, ich wollte ja eigentlich bloß den Ratschlag geben, Oliver. Der Journalismus hat heutzutage einen so schlechten Ruf, vielleicht wäre es gar nicht mehr hilfreich, sich Journalist zu nennen, so wie auch kein Mensch heute noch einen Friedensnobelpreis haben möchte, der es wirklich auf Frieden abgesehen hat. Aber eine Frage zur Authentizität, so eine ganz persönliche hätte ich noch. Mich hat einer neulich irgendwo in der Ankündigung von einem Video Regimekritiker genannt. Das finde ich schön. Regimekritiker. Ja. Eine Frage an, die so ein bisschen die Authentizität von dir mal ins Visier nimmt. Gab es eigentlich, meine, du wirst ja gerne so als Verschwörungstheoretiker auch bezeichnet, ne? Und das hat ja auch so einen gewissen Ruf immer auf die PDV geworfen. Gab es eigentlich mal so irgendein Thema, wo du im Nachhinein gesagt hast, Mensch, das habe ich grundfalsch eingeschätzt, da lag ich total verkehrt, aber ich stehe dazu? Nee, wenn ich verkehrt lag, stehe ich nicht mehr dazu. Aber irgendein Thema, wo ich. Also ich habe ja nie gesagt, dass ich 100% überzeugt bin, dass Q echt ist. Aber ich habe immer gesagt, es könnte auch eine PSAP sein. Aber auf dem Höhepunkt der Q-Manie habe ich gesagt, ja, ich glaube, da könnte was dran sein. Also ich halte es für wahrscheinlich. Und da habe ich mich ja geirrt. Ich glaube das nicht mehr. Ich glaube, es gibt keinen Plan, es gibt kein Q-Team. Also es war wahrscheinlich eine Psy-Op, vielleicht haben sie es auch gut, vielleicht war es ein Teil vom Militär, das gut gemeint hat, aber auf jeden Fall hat es nicht funktioniert und da habe ich mich in dem Sinne getäuscht. Aber da würde ich sagen, das habe ich ja nach Faktenlage entschieden. Also da würde ich auch im Rückblick nichts anders gemacht haben. Da, sogar im Mainstream habe ich es bei irgendeinem Mainstream-Partei neulich gelesen, dass ich mich davon distanziert hatte. Also das haben sie mitbekommen. Und ich mache das eigentlich immer nach Faktenlage, ja. Und wenn ich mich mal täusche, ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich manchmal mal getäuscht habe. Also ich sage ja nie, es ist so, das ist so, sondern ich sage, hier ist die Quelle für das, hier ist die Quelle für das. Und beim Klimawandel zum Beispiel täusche ich mich garantiert nicht. Also bevor ich was sage, auch wenn es sich so ausschaut, denke ich schon sehr lange nach. Okay, vielen Dank. Dann hat der Irak hier noch eine weitere Frage. Kurze Frage. Interesse an wieder intensiven Arbeit in der PDV, weil wir brauchen jemanden, der gut reden kann. Erstens sehe ich schon, das ist ja gar nicht gewünscht, weil sonst habt ihr meinen schlechten Ruf am Hals. Und zweitens, nee, habe ich absolut null Zeit. Ich müsste jetzt eigentlich mein Buch schreiben, aber ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Also ich bin sehr im Stress. Also Interview jederzeit, ja, aber Mitarbeiter habe ich leider keine Zeit. Aber ich zahle immer noch fleißig meine Beiträge, beziehungsweise ihr bucht sie ja einfach ab. Und, ja, super. Ich widerspreche nicht. Danke. Okay. Hier muss ich jetzt noch mal einhaken zum Thema Beiträge zahlen. Wir haben inzwischen, ich weiß nicht, ob das bei dir angekommen ist, eine PZB, eine Parteizentralbank. Nein. Nein, da solltest du dich mal ein bisschen drüber informieren. Das ist allerdings nicht wirklich in dem Sinne eine Zentralbank, sondern wir haben ein System eingeführt, was so ein bisschen meritokratisch ist und wo sich jemand, der sich in der Partei aktiv engagiert, auch wo der mehr Stimmrechte gewinnt bei Sachentscheidungen. Ah, ja, das hast du mir erzählt, wie du da warst. Ja, 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 eine nette Idee. Okay, dazu kann Irakli vermutlich noch viel sagen, aber ich glaube, wenn wir das zulassen, dann artet das Interview dann in eine Vorstellung der PZB aus. Aber es ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ich weiß auch, es hatte jemand vorhin im Chat irgendwo auf Livestream jemand gefragt, ob du an einem neuen Buch arbeitest, weil du es ja gerade erwähnt hast. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen, bevor wir die nächsten Frage-Teilnehmer dran nehmen.
Also es wurde unterbrochen natürlich durch meinen Gefängnisaufenthalt, obwohl ich quasi mich über das Thema auch mit den anderen unterhalten habe. Da arbeite ich ja schon lange dran. Aber ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, seitdem ich raus bin, was zu schreiben. Aber ich recherchiere nach wie vor. Und das ist ein Buch über die Bibel, also was wirklich in der Bibel drinsteht. Und für euch interessant, Gottes Plan ist eine Privatrechtsordnung. Okay, gut zu wissen. Amen. Okay, dann hat der Rudi noch eine Frage. Olli, du hast vorher gesagt, dass man sich bei manchen Dingen irren kann und seine Meinung dann ändert. Stichwort die Q-Bewegung. Was hältst du vom tiefen Staat? Glaubst du nach wie vor an seine Auswirkungen? Gibt es diesen tiefen Staat nach wie vor? Ja, 100% gibt es den tiefen Staat, klar. Der tiefe Staat hat mich ins Gefängnis gebracht. Dazu wird hoffentlich bald mehr rauskommen, aber ja, natürlich 100%, es gibt einen tiefen Staat, gibt es gar keinen Zweifel. Also Und egal, wer regiert, sein Wirken ist geben die stärker als Richtung vor. bislang. Bitte? Sein Wirken ist stärker als vorher. Ja, also endgültig die Macht übernommen in Amerika, würde ich sagen, hat der tiefe Staat mit der Ermordung von John F. Kennedy. Und da wird es sehr spannend, weil Bobby Kennedy Jr. ist das bewusst, die Gefahr des tiefen Staates. Und er sagt ja öffentlich, dass die CIA seinen Vater ermordet, also der sein Onkel, also John F. Kennedy ermordet hat. Und ja, wahrscheinlich sein Vater auch. Aber ich weiß nicht, ob er das sagt. Aber er sagt zumindest, dass da Mind Control im Spiel gewesen sein könnte. Und das war der letzte Präsident, der es versucht hat. Vielleicht hat es der Trump auch versucht, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Aber da hat er seit der Kennedy-Ermordung hat er nochmal zugelegt, der tiefe Staat in Sachen Macht. Und ja, aber den gibt es natürlich immer. Ja. Der tiefe Staat gibt es immer. Das ist einfach, das sind die Entitäten, die den Ton angeben, egal welche Partei regiert. Ja, ich glaube, ein gutes Stichwort dazu ist, um auch mal den tiefen Staat vielleicht auch ein paar Gesichter zu geben, weil das ja auch immer ein sehr abstrakter Begriff ist. Ich glaube, J. Edgar Hoover hat mal gesagt, es ist mir egal, wer unter mir Präsident ist. Er war ja bis zu seinem Tod der Direktor des FBI, obwohl er ja wohl hätte schon lange in Pension gehen müssen, aber es musste er dann scheinbar doch nicht, weil er ein bisschen was Genau. wusste. Und darauf wollte ich auch vorhin hinaus, dass man vielleicht auch die Dinge noch mehr beim Namen nennt, eben auch weil tiefer Staat ist ja, glaube ich, auch sehr mit allen möglichen Geheimdiensten, die es ja nachweislich gibt, assoziiert und dass die Dinger ja auch ein Eigenleben entwickeln, besonders eben CIA, die ja mit zig Milliarden jedes Jahr ausgestattet wird. Und vielleicht da nochmal der Hinweis, vielleicht ist es da auch gut rein, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, auch dahin mehr. Das mehr zu intensivieren, dass es generell glaubwürdiger nach außen alles wirkt, weil einige Begriffe einfach die Menschen, die haben da keinen Zugang dazu. Das habe ich schon häufig gemerkt, dass die Menschen eine unterschiedliche Sprachen sprechen in der Hinsicht und die aneinander vorbeireden, obwohl man so vom Sachverhalt her häufig dasselbe meint. Genau. Ja, aber da bist du bei mir an der falschen Adresse, weil ich nenne die ja alle beim Namen, mit Quelle in meinem Buch und auch in den Videos. Das bringt mich ja in Schwierigkeiten, dass ich da Namen nenne. Ich werde jetzt eher nebulöser werden, solange meine Bewährung läuft, weil dann bestimmte Personen dann auch einfach klagen können. Also es ist schwierig. In Amerika ist es einfacher, weil da gibt es solche Gesetze nicht. Also es ist nicht so einfach. Also zum Beispiel Hoover kann man machen, weil der schon tot ist. Ja. Da gibt es Mafiosi, die Material über ihn hatten. Zum Beispiel habe ich gerade heute erst wieder was drüber gelesen. Ich sage jetzt nicht, welche Mafiosi. Da ist es nicht ganz so gefährlich, weil die alles nicht mehr leben. Aber wenn man über konkret lebende Personen redet, zum Beispiel gerade in Deutschland, dann kann der sofort klagen. Deswegen rede ich eigentlich auch lieber über einen amerikanischen tiefen Staat, weil da wird man in der Regel jetzt von Amerika aus nicht unbedingt verklagt. Ja. Aber ihr habt ja gesehen, dass Dominion hat also 800 Millionen jetzt gekriegt, Dominion Software von Fox. Unglaublich. Ja. Also es ist, wenn man konkret die Organisation und Leute benennt, ist es gar nicht so einfach.
aufgrund der Rechtslage. Aber ich bemühe mich ja eigentlich immer, die ganz konkret zu benennen. Okay, vielen Dank. So, dann Ludwig hat noch. Ich gebe dir recht, also wenn man so allgemein, wenn man so allgemein vom Klimastaat redet, also man kann auch nicht, man kann nicht in jedem Video immer alles erklären. Das geht nicht mehr. Das geht nicht. Das ist ja wie beim Libertarismus genauso. Irgendwann verwendest du da die Begriffe. Weil es müsste ja jedes meiner Videos müsste ja 10 Stunden lang sein, wenn ich von vorne anfange, im Kapitalismus-Komplott zum Beispiel, ja, wo ich das österreichische Schule erkläre, es geht ja gar nicht, das ist einfach nicht möglich. Das heißt, es gibt natürlich schon auch eine Hohlschuld bei demjenigen, der mir zuhört oder der irgendjemand zuhört, okay, das weiß ich jetzt nicht, was der tiefe Staat ist, ja, schauen wir mal, wie er das definiert. Das geht nicht, du kannst nicht jedes Mal alles erklären. Also deswegen sind ja auch Leute, die mir länger folgen, die wissen mir eher, wovon ich rede, als Leute, die mir kürzer folgen, aber ich gehöre zu denen, die immer sehr viel wieder von vorne erklären. Also das ist ja schon fast nervig. Okay, ja, das glaube ich natürlich aus deiner Perspektive auf jeden Fall. Okay, gut, dann Ludwig hat noch eine Frage und dann würde ich vorschlagen, dass wir mal noch mit den externen Teilnehmern an unserem Zoom fortfahren. Okay, Ludwig, bitte. Also zum einen hat hier SFDan90 auf YouTube eine Frage, die wir jetzt mal vorlesen. Wie ist aktuell Olivers Verhältnis mit seiner Familie? Es gab im Höhepunkt der Corona-Pandemie ja den emotionalen Appell Olivers an seine Mama. Vielen Dank. Gut, wir haben uns geeinigt, nicht mehr über dieses Thema zu sprechen und jetzt reden wir wieder miteinander. Es fällt natürlich mir schwer, aber das Verhältnis ist deswegen entspannt, weil wir nicht mehr über diese Themen sprechen. Okay, dann hätte ich noch eine Frage, die du wahrscheinlich nicht beantworten kannst und eine profane Frage. Erst die profane Frage, wirst du irgendwann mal wieder mit Wolfgang Eggert sprechen? Ich würde nicht jeden Tag mit ihm sprechen und ich habe ihm schon 100 Mal gesagt, geh endlich auf Telegram und da hatten wir das eine Interview und da hat einer, was der Fleischhauer, hat gesagt, ja, ich bringe ihm das bei, wie man auf Telegram geht und dann hat der Jan Fleischer hat mir gesagt, er hat es nicht geschafft, auf Telegram zu gehen, weil ich kann, ich kommuniziere mit niemandem mehr per E-Mail, ja? Sondern entweder Leute gehen auf Telegram oder sie können nicht kommunizieren mit mir. Jedenfalls natürlich doof, weil ich ja gerne mit Wolfgang kommunizieren würde, nur wenn ich den anschreibe, dann schaue ich nicht in meine E-Mails, dann kriege ich nicht mit, wann der antwortet. Der antwortet ja dann nicht sofort. Aber wenn er es irgendwann mal schafft, auf Telegram zu gehen, dann ich meine, jetzt muss das Thema nicht unbedingt sein während meiner Bewerbung, die Themen, die der macht. Aber grundsätzlich würde ich am liebsten jede Woche mit dem ein Interview machen. Okay. Also wir mögen uns nach wie vor. Ich gehe davon aus, dass er mich auch noch mag. Aber ich mag ihn nach wie vor. Weil da waren ein paar ganz interessante Interviews in den letzten, mit wem hat er die denn gemacht? Ich habe den Kanalnamen vergessen, aber Wolfgang hat immer ein paar Infos und ein paar Zusammenhänge, die man sonst so in der Wahrheitsbewegung nicht hört. Deswegen finde ich das immer, ganz interessant. Okay, ich habe noch eine Frage, die du wahrscheinlich nicht beantworten kannst, aber ich kann es ja mal probieren. Du hast irgendwie, wo ist die Nachricht, auf deinem Kanal vor längerem so einen kleinen satirischen Post gemacht, wie du dir vorstellst, wie die im Kanzleramt reden und da schriebst du in Klammern, ihr würdet Bauklötze staunen, wer mich rausgebracht hat. Das kannst du, da kannst du keinen, okay. Ja, ich kann so viel sagen, ist politisch nicht auf unserer Seite. Okay. Also es gibt innerhalb des Systems auch Leute, die einfach, oder in dem Fall, der hat gesehen, das ist Unrecht, was mir da geschieht und der ist aber politisch überhaupt nicht meiner Meinung. Und aber es gibt auch noch gute Menschen im System. Ja. Also das war schon ein Riesenwunder, dass mich der da rausgeholt hat. Also meinen Fall vorgetragen hat. Und vielleicht kann ich es auch irgendwann mal sagen, ich werde ihn vielleicht irgendwann treffen. Also ich habe den persönlich noch nicht getroffen. Aber es ist schon vielleicht in meinen Memoiren, ich weiß es noch nicht. Ja. Aber es ist schon erstaunlich. Okay. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich kenne, aber er ist ein angesehener Professor auf den Philippinen. Okay. Noch eine Frage, Ludwig?
Nee, das war's soweit. Ich Okay, hab jetzt gut, nichts mehr. dann, ja, Irakli hat schon den nächsten freigeschaltet. Dann bitte Nahyul Kim. Ja, hallo Olli. Zwar, wenn ich so mit Leuten rede über Politik, dann, also wie soll ich sagen, ich bin eigentlich so ein überzeugter Libertärer. Und aber die Leute haben immer Angst davor, dass der Staat dann nicht mehr existiert. Und wie kann man das so schnell argumentieren, dass man den Staat nicht brauchen muss, dass man den nicht braucht, ja? Weil da ja. fehlen irgendwie die Argumente, so wie man das so am besten. Das war die Frage. Eine gute Methode ist zu fragen: Denk mal an die letzte Woche. Was du da gemacht hast, hast du dafür irgendwas den Staat gebraucht? Nee, und dann kommt eventuell, ja, ich hab die Straßen benutzt. Genau. Also es gibt ja fast niemanden, der dem irgendwie vom Staat geholfen wird. Ja. Also wenn du jetzt nicht gerade einen Hartz-IV-Empfänger von dir hast, ja, der auch besser ohne Staat dran wäre, aber das wird dann kompliziert. Aber jedenfalls, wenn du einen hast, der arbeitet, ja, dann ist es wahrscheinlich, dass er sich nicht daran erinnern kann, in der letzten Woche oder im letzten Jahr irgendwas gemacht zu haben, wo ihm der Staat behilflich war. Das Einzige, was dann eben kommt, ist ja die Straßen. Und dann sagst du ja, in der Gated Community sind die Straßen auch gebaut. Also es gibt ja private Städte, es gibt ja Gated Communities. Da gibt es auch Straßen, die sind schöner als die staatlichen Straßen. Und bauen tut es ja sowieso nie der Staat selber, sondern ein privates Unternehmen. Und ja, und dann kommt natürlich noch die Frage, was ist mit Verbrechern? Und dann sagst du, ja, da rufst du deine Versicherung an und die ist dafür zuständig, den Verbrecher zu fangen. Beziehungsweise im Fall von Mord würden die sich darum kümmern, den Verbrecher zu fangen. Wenn sie das nicht machen würden, würden sie ja alle Kunden verlieren. Und ja, das so aufzubauen, das ist eine Möglichkeit. Also es geht natürlich nicht so schnell und nicht so einfach. Aber so ein bisschen die Perspektive zurechtrücken von jemandem, sagen, wozu genau brauchst du denn? Dann, wenn er sagt Bildung, dann sage ich, du wirst mich wohl verarschen. Die Bildung, die wir vom Staat kriegen, ja. Also wenn das natürlich einer ist, der alles glaubt, was sie mir in der Studie erzählen, hast du ein bisschen ein Problem. Ja. Aber das sind ja immer die Sachen, die kommen. Ja. Die Bildung ist furchtbar schlecht, das kannst du sogar im Mainstream nachlesen. Und die Straßen sind auch schlecht und die Flughäfen. Also das, was die sagen, was der Staat, wozu man einen Staat braucht, das macht er ja gar nicht gut. Und das Justizsystem ist ja sowieso völlig im Arsch. Ja, ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet und da gab es ja letzte Zeit auch viele Skandale mit Staatsanwalt und mit Polizei und so. Und da merke ich, dass man da auch ein bisschen ansetzen könnte, weil da merke ich, dass da der Glauben an den Staat so langsam bröckelt, ja. Ja, gerade so jetzt, also ich finde die Corona-Krise finde ich ja ein super Beispiel. Ja. Ja. Also die Staatsanwälte, ein Richter, der aus der Reihe tanzt, wird sofort Hausdurchsuchung, ja. Ärzte, die versuchen, ihre Patienten zu schützen, werden vor Gericht gezerrt. Also die Corona-Krise ist wirklich, eigentlich ist es eine Werbeveranstaltung für Libertarismus. Ja. Weil man ja da genau sieht, dass der Staat nicht funktioniert. Der macht genau das Gegenteil von dem, was er soll. Er schützt die Leute nicht, er schadet ihnen. Also Corona finde ich ein super, als Corona finde ich das beste Beispiel. Und man kann auch sagen, und alle 200 Staaten haben mitgemacht. Also offensichtlich jeder Staat, jedem Staat waren deine Freiheitsrechte völlig egal und deine Gesundheit sowieso, weil sie dir die Giftspritze gesetzt haben. Ja. Ja. Hoffentlich fliegt es jetzt nicht bei YouTube runter, deswegen. Aber jedenfalls, Corona ist ein super Aufwachding eigentlich für Libertäre. Ja. Also für libertäres Gedankengut. Ja. Dankeschön. Das war schon. Wenn dann keine weiteren erhobenen Hände sind, dann sage ich an dieser Stelle mal einen ganz herzlichen Dank an dich für deine Zeit und das tolle Interview, lieber Oliver. Und ich denke mal, da sollte man wirklich mal drüber nachdenken, über diesen Schlusssatz, Corona ist ein hervorragendes Exempel oder eine hervorragende Einladung in den Libertarismus. Und vieles lässt sich darauf aufbauen. Und ich glaube, auch diese Erinnerung sollten wir pflegen. Also wir haben hier zum Beispiel bei uns zu Hause, wir wollen uns nicht auf den Asphalt kleben, aber wir wollen Bänke hinstellen auf die Straße und uns dann mit dem Buch hinsetzen und sagen, denkt mal dran, Leute, vor einem Jahr durftest du nicht draußen sitzen und ein Buch lesen. Also auch diese Erinnerung sollte man warm halten. Und für dich wünsche ich ganz besonders, dass dir die Gerechtigkeit widerfährt, für die letzten Monate, die du dir wünschst. Ob du nun Gerechtigkeit findest oder zumindest ein Gesetz, was gerecht angewandt wurde. Ne?
Das wäre schon wünschenswert und dafür, ich glaube, im Namen der gesamten Partei der Vernunft drücken wir dir alle die Daumen, dass du da erfolgreich bist. Danke dir. Danke euch. So, ganz kurz, Dirk. Ja. Vielleicht noch die Frage zu Mitglied werden, gab es auf YouTube. Prinzipiell kann jeder Mitglied bei uns werden. Es gibt den offiziellen Mitgliedsantrag auf unserer Webseite und ich glaube, du findest den tatsächlich auch in YouTube, einen Link. Wenn du unten bei Mehr Ansehen dort draufklickst, Partei der Vernunft-Mitglied, da klickst du einfach drauf und da wirst du schon zum Mitgliedsantrag geleitet. Noch eine Frage. Ich poste gleich rein. Thomas, willst du das vorlesen? Oder Dirk? Achso, ich habe es gerade nicht vor Augen, die Frage. Dann Chat. Lies doch. Chat. Nee, lies doch, Irakli, wenn du es gerade vor dir hast. Ich komme jetzt nicht drauf. Und vielleicht noch, ist es nicht interessant, wie viel Deutschland zu weltweiten Aufklärung im Z-Thema beigetragen hat? Was ist ein Z-Thema? Corona-Thema. Achso. Ist es nicht interessant, wie viel Deutschland zur weltweiten Aufklärung im Corona-Thema beigetragen hat? Dazu möchte ich bloß anfügen, da ging noch eine Frage voraus von derselben Person, eine Frage zur Corona-Impfung. Welche Theorie ist deiner Meinung nach realistischer, Graphenoxid oder die Schlangengift-These? Leider sind in den USA die zwei Lager ja verstritten. Ja, wenn ihr nicht runtergenommen werden wollt bei YouTube, sollte ich das jetzt nicht beantworten. Aber du kannst, okay. Du kannst den abbrechenden Livestream und dann beantworte ich es dir. Okay, das wird dann aber die Person leider nicht mehr hören, weil das wurde über YouTube gefragt, gestellt, diese Frage. Ja, man kann auf meinen Telegram-Kanal schauen, da sage ich das ja ganz eindeutig. Okay, super. Ja, das heißt, deine Antwort könnte einige Zuschauer verunsichern, wie das heutzutage heißt. Belassen wir es dabei. Okay, ich fand übrigens auch nochmal sehr schön zu der Person, der da geholfen hat, aus dem Gefängnis zu kommen, auch wenn die politisch ganz weit ab, also woanders verortet zu sein scheint, finde ich es immer schön, dass es immer noch Anstand und Menschlichkeit gibt und dass man sich da auch weitaus viel mehr berufen sollte und dass es tatsächlich auch noch Dinge gibt, die über dem politischen Diskurs stehen und dass man zwar streiten und diskutieren kann miteinander, aber dass man sich nicht zu zerstreiten sollte. Und ich glaube, das hat ja auch in den letzten Jahren leider zu sehr überhand genommen, eben durch Corona. Und ich denke, das wäre auch ein ganz gutes Schlussplädoyer. Ich würde auch sagen, innerhalb der Wahlbewegung, man kann schon sollte in der Sache streiten, aber der Umgang sollte kollegial sein. Und das sehe ich eigentlich nicht, also oft nicht. Und vor allem sollte man sich darauf kaprizieren, dass man ja was Gutes, dass ja alle was Gutes wollen. Also selbst derjenige, der mir da geholfen hat, der glaubt ja, dass er was Gutes tut und der ist ein guter Mensch. Ich habe mit dem jetzt noch nicht politisch diskutiert, ich weiß nur, wo er einzuordnen ist. Also es sind nicht alle böse, die damit machen. Die in der Wahlbewegung sowieso nicht, ja. Aber selbst in der politischen Landschaft, also zum Beispiel die Linken, ist ja mein Thema im Kapitalismuskomplott. Die wollen ja eigentlich was Gutes. Soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und so. Das sind ja keine schlechten Sachen. Nur wissen die nicht, dass sie genau das Gegenteil erreichen. Aber also zum Beispiel die Mainstream-Journalisten, denen unterstelle ich zum großen Teil, dass sie richtig, richtig, richtig bösartig sind. Also ich kann jetzt keinen Namen da nennen, aber die richtig, richtig bösartig uns fertig machen, genau wissen, dass sie falsch liegen. Aber das gilt ja nicht für die Basis von den Parteien. Gilt auch nicht für jeden Twitter-Nutzer oder so. Ja? Die sind halt gebrainwashed. Und da sollte man eigentlich ein bisschen mehr darauf achten, dass man sagt, okay, du willst dies und jenes, aber ich finde es den falschen Weg. Das versuche ich ja mit meinem ersten Buch, das Kapitalismus-Komplott. Ich habe quasi für Grün-Linke geschrieben. Ja? Und erkennt man sich so oft, könnte vielleicht ein bisschen mehr auch in die Richtung gehen wieder.
in meinen Videos. Aber dass einem das eigentlich bewusst ist, dass das Gros der Menschen will nichts Böses. Das sind 1% an der Spitze oder weniger und der Rest ist eigentlich gebrainwashed. Oh, okay, danke. Wir haben noch eine Frage vom Ludwig. Würde ich noch annehmen, wenn zwischenzeitlich noch Fragen kommen, bitte die Hand heben. Ansonsten würde ich dann, wenn wir mit den Fragen durch sind, dann dir, Olli und Dirk als unseren Vorsitzenden das Schlusswort übertragen, dass ihr noch was zum Abschluss sagt. Und weil wir neigen häufig in unseren Zooms dazu, dass wir uns ein bisschen zu sehr verquatschen. Da wird es dann zu beliebig. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, da auch, dass wir ein bisschen auf den Schluss hinsteuern, damit die Leute auch eine zeitliche Perspektive haben, wie lang es noch geht. Okay, Ludwig, bitte deine Frage. Jo, danke. Olli, hast du vor, in Zukunft irgendwie wieder was auf YouTube zu machen oder auf Twitter? Twitter, weil da halt kaum zensiert wird, zumindest gerade. Und YouTube, ja, also habe ich vernommen, dass das eigentlich bei YouTube auch mittlerweile, du wurdest ja irgendwie vor 2-3 Jahren gesperrt, glaube ich, auf YouTube, dass es heutzutage schon mit diversen Anwälten durchaus oft passiert ist, dass Accounts wieder freigeklagt wurden. Also das ist nicht mehr so schlimm wie früher, ja, also habe ich vernommen. Ja, der Markus Heinz hat mir gerade gesagt, du, wir würden dich gerne auch vertreten in Sachen YouTube und so. Aber YouTube weiß ich nicht. Aber Twitter, also es ist, wenn man sich wehrt, bei YouTube geht's, aber es kostet alles Geld. Ja. Hm. Und außerdem bin ich ja schon einmal gescheitert gegen YouTube, weil ich eben nicht in Deutschland bin. Da haben sie sich darauf kapriziert, dass ich auf den Philippinen bin. Ich soll den Philippinen klagen, totaler Witz. Ja. Aber wenn sie mich verhaften wollen, dann bin ich quasi in Deutschland, obwohl ich gar nicht in Deutschland war. Ja. Seit 6, 7 Jahren. Aber Twitter beobachte ich sehr genau. Ich bin im Moment, habe ich so alle Hände voll zu tun, vor allem Family und so weiter. Ich will eigentlich mich eher auf mein Buch konzentrieren. Aber vielleicht einmal im Monat oder so auf Twitter was raushauen. Also ich bin bereit, das da zu bezahlen, dieses Blue Checkmark. Habe es jetzt noch nicht gemacht, weil ja, Zahlungsvorgang und so, das nervt mich alles. Aber man kann da ja jetzt 2 Stunden 8 GB hochladen. Mhm. Das war die letzte Ansage von Elon Musk. Das reicht der Dicke. Mir hätte auch 1 Stunde gereicht. Und ja, also solange der Musk da dran ist und solange die neue Chefin da nicht wieder anfängt zu zensieren, was ich nicht glaube, weil dann hätte das sich sparen können. Das wäre jetzt noch so eine Folgefrage. Wie schätzt du diese neue Chefin ein? Das ist ganz interessant. Auf Twitter Leute außerhalb der Blase und da müsste ich... Bitte? Es wäre eine Folgefrage gewesen. Wie schätzt du diese Frau ein? Die neuen CEO, den er daran gesetzt hat. Ja, da habe ich schon eine Audio dazu gemacht auf Telegram, aber gerne nochmal hier. Ich glaube, dass das nicht so schlimm ist. Klar, die war bei Economic Forum und so. Ich glaube, dass sie aber eher unpolitisch ist. Du musst natürlich in diesen Kreisen, klar, man muss jetzt nicht gerade, die war Chefin von diesem Ausschuss. Ja. Aber der hätte die nicht gewählt, wenn die jetzt anfangen wollte zu zensieren, weil dann ist ja das Twitter-Geschäftsmodell tot. Der hat die geholt wegen der Werbekunden, weil die hat ja bei NBC Universal, glaube ich, gearbeitet und hat da direkten Kontakt zu Werbekunden. Jetzt wollen die da auch so einen Rat einrichten, ja, für die Werbekunden. Aber das ist, glaube ich, Placebo für den Elon Musk, dass er halt denen zuhört und ja, weil der muss das ja auch irgendwie profitabel machen, das Ding. Ich glaube, der hat vor, und das hat er auch gesagt, das zu so einer Alles-Plattform zu machen, X, ja, wo du dann zahlen kannst und alles Mögliche. Und das wird wahrscheinlich Krypto sein, das Zahlen. Und wenn er das schafft, oder das schafft er nicht, wenn er jetzt genauso weitermacht, also wenn die jetzt wieder zur Zensur zurückkehren, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Auf jeden Fall sollte man das Zeitfenster nutzen, solange da nicht so zensiert wird, ist das, glaube ich, eine gute Möglichkeit. In Deutschland ist leider das Problem, dass die meisten sind nicht auf Twitter. Das habe ich schon gemerkt, ja, wenn ich auch auf Twitter was poste, weil Twitter ist auch scheiße, ist richtig scheiße. Du kannst deinen Text nicht korrigieren. Ich finde es scheiße. Also vom Handling. Aber wir müssen hingehen, wo es wehtut sozusagen. Und ich glaube, das würde ich machen. Und da würde ich wahrscheinlich auch wieder, wegen dem Kritikpunkt von vorher, da würde ich auch wieder ein bisschen von Adam und Eva anfangen, wenn ich da was erkläre. Weil das sind ja neue Leute. Ja, da würde ich dann vielleicht mal erklären, was der tiefe Staat ist, statt einfach den Begriff hinzuschmeißen. Da könnte man wieder so ein bisschen von vorne anfangen. Aber jetzt bei mir nicht die nächsten Monate.
Okay, danke. Okay, vielen Dank, Ludwig und Olli. Und dann hatte Dirk vermutlich noch eine Frage. Ja, eigentlich nur noch ein kurzes Schlusswort meinerseits. Pfingsten ist als, und Oliver hat sich ja viel mit Religion in letzter Zeit beschäftigt, wie ich das verstanden habe. Es ist ja das Fest der Entsendung. Ne? Das geht raus in alle Welt und verkündet, Freiheit und Eigentum ist eigentlich die beste Welt, in der wir leben können. Miteinander. Und somit möchte ich mich verabschieden und Oliver, ein allerletztes Wort noch an unsere Zuhörer vielleicht. Ja, ich bedanke mich, war eine schöne Runde und gerne wieder und viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank, wir kommen bestimmt drauf zurück. Okay,